Hallo und herzlich willkommen zu Hogwarts Legacy. So, bitte, bitte, bitte. Was ist das denn für ein Sebastian, genau, da wollte ich hin. Weil da stand, er gibt einen neuen unverzeihlichen Fluch. Und den braucht unsere kleine Erne. Ja, und dann habe ich geguckt. Was? Wieso ist denn die jetzt so weit weg? 2000. Egal. Machen wir. Ist das schon wieder mitten in der Nacht? Ist eigentlich gut. Weil irgendwo hier im Schloss verstecken sich noch vier Demiguys. Und ich weiß auch nicht, ob ich alle finden muss, bevor ich hier Schlösserknacken 3 bekommen. Keine Ahnung, wie der Zauber heißt. Boah, sind meine Arme schlapp gerade. Boah, beim Sport. Hier waren wir noch nicht oft, glaube ich. Naja, da ist auch noch ein Spiegel. Das ist die Toilette, ne? Von dem bekloppten Poltergeist. Truhe und Spiegel. Hä? Ein Frosch. Ich nirgends so Lumos drin. Alter! Lumos. Revelio. Wer baut denn sowas? Da muss ich noch mal gucken. Da muss ich noch mal. Revelio. Da ist so eine Truhe. Da ist die Hexe. Hey, Kalle. Hallo, Mr. Moon. Oh, seien Sie gegrüßt. Konnten Sie noch mehr dieser Demigeist-Statuen entfernen? Ja, konnte ich, ja. Ich habe tatsächlich ein paar Monde für Sie. Sehr schön. Bringen Sie mir ein paar mehr Monde und ich zeige Ihnen, wie Sie besser alle Humora wirken.
Ich schaue mich weiter nach Demigeist-Statuen um und bringe ihnen mehr Monde. Ich muss sie für ihren außerordentlichen Mut loben. Oh, vor allem, weil sie nur nachts gesammelt werden können. Wie sich herausstellt, ist das Liliths natürliche Tageszeit. Revelio. Grüß dich. Da ist noch hier eine Seite. Porträt der fetten Dame. Dieses Porträt einer Dame bewacht den Gryffindor-Gemeinschaftsraum und fragt jeden, der eintreten will, nach einem Passwort. Sie und ihre Freundin Violet sind dafür bekannt, dass sie zwischen den anderen Porträts umherwandern und sich gelegentlich an den Weinfässern bedienen, die dort stehen. Aha. Ja, mich auch. Diese Architektur in dem Schloss, ne, die ist verwirrend. Egal, komm. Zeig. Wo geht's? Wollte ich gerade fragen, was los ist, aber... Puh, irre. Irre! Revelio. Ah, ich glaube, hier haben wir auch alles, ne? Ich glaube halt nur, dass wir alles haben. Geht gar nicht. Gut. Mama. Bei der Gelegenheit, ne? Ah, hier haben wir so ziemlich alles, ne? Komm. Das! Drücken wir uns rein. Schon lange kein Merlin-Rätsel mehr gemacht. Bedeutet eine Prüfung Merlins. Was ist das für ein Geräusch? Wo waren noch mal meine Fallen? In Lower Hogsfield oder in Upper Hogsfield? Schwarz-Weiß-Denken zeugt meiner Meinung nach nur von geringer Vorstellungskraft. Was wäre die Folge ohne Mord, ne? Wer du bist? Bist du einer von den Vögelchen? Oder was bist du? Alohomora. Hey, warte mal. Mal zurück. Ich habe gerade die Tasche rausgenommen, ne? Ja. Wo ist sie? Da ist der Knappsack. Schnappsack. Was ist denn da drin? Ein Mondkalb oder was?
Ah, komm. Ey. Ach, dann verpiss dich. Haben wir's. Da gibt's auch einen Demigal. Meint ihr, das lohnt, da mal vorbeizugucken? Oh, oh, oh. Es lohnt. Glühwürmchen, alles klar. Wer sind die Typen da? Na, ihr Schafe. So. Ach da. Gut. Die Lenkung ist die beste. Aber ein Talentpunkt. Oh, Rockborough, immer eine Reise wert. Grüßen Sie einen der beiden Thistlewoods von mir, wenn Sie sie treffen. Kann ich machen. Ist hier noch ein Merlin-Rätsel? Alter. Die Dinger, ne, die sind aber hier inflationär platziert. Gut. Ist ja ein Ding. Ich habe seit langem immer wieder keine Ahnung,
was Phase ist. Revelio. Aha, dicke Truhen. Hallo? Hast du Zeit, mir bei einer dringenden Lieferung zu helfen? Nein. Ich war früher immerhin der beste Duellant in Hogwarts. Er geht mir aus mal welcher Hörer. Hä? Merlin? Was geht ab? Sei stark, Alexandra. Ich hab keinen Plan. Wie ist das denn? Revelio. Schau mal die Sache mal von oben an. Ach so. Alles klar. Alles klar. Wo ist die Kugel? Da ist die Kugel. Was willst du? Akio? Komm, komm, komm. Astrein? Sag mal, wolltest du nicht hier irgendeinen unverzeihlichen Fluch? Wenn du mir und meinem Freund bei einer eiligen Lieferung helfen könntest. Was willst du, Alter? Störst du meine Kreise? Könnten Sie Hilfe brauchen? Oh ja, kann ich. Gestatten, Eddie Thistlewood. Ein guter Freund in Feldcroft ist mit seinem Latein am Ende, denn Renrock und seine Anhänger greifen sein Dorf unablässig an. Hm. Daher habe ich zwei Kisten chinesischen Kaukohl geschickt, aber sie sind verschwunden. Hm. Sie haben Kisten mit Kaukohl geschickt? Gegen Renrocks Bande? Ja, natürlich. Ich kenne mich mit Pflanzen aus und ich glaube, dass die Kobolde durch die vielen wilden Pflanzen so genervt sein werden, dass sie Feldcroft einfach in Ruhe lassen. Könnten Sie die beiden Kisten ausfindig machen und ihren Inhalt an meinen Freund Bernard Ndiaye liefern? Ich kann meinen Laden gerade nicht verlassen. Warum sollten die Kobolde Feldcroft angreifen? Mein Freund Bernard sagt, dass sie schon eine Weile in der Gegend gesehen wurden. Hm. Er glaubt, dass sie etwas suchen. Hm. Aber in letzter Zeit sind sie aggressiver. Könnten Sie nicht einfach mehr Kaukohl anbauen oder kaufen? Das schon, aber das würde Zeit kosten. Zeit, die wir nicht haben. Denn Renrocks Schergen werden jeden Tag gefährlicher. Außerdem geht es ums Prinzip. Ich habe diesen Kohl angebaut und er ist außergewöhnlich. Na. Wissen Sie, wo genau die Kisten sind? Soweit ich weiß, wurde eine südlich von Feldcroft gesichtet. Die andere soll südlich von Brockborough sein, in der Nähe des Flusses. Also gut. Ich werde Ausschau nach zwei Kisten mit chinesischem Kaukohl halten. Oh, danke. Ich werde Bernard Bescheid sagen, dass er den Kohl vielleicht doch noch bekommt. Was verkaufen Sie? Feldcroft wird garantiert viel sicherer sein, wenn es von diesem chinesischen Kaukohl verteidigt wird. Klingt nach Ärger in Feldcroft. Vielleicht sollte ich helfen. Revelio. Der hat Glück, dass wir sowieso dahin wollen. Alohomora. Glaube ich. Also hier ist Sebastian, ne? Der... Der hockt doch in Feldcroft.
Was haben wir hier? Mein lieber Eddie, ich habe mich sehr über deinen Brief gefreut. Es ist schon lange her, dass ich nach Hause konnte. Es wird dich interessieren, dass meine Zeit im Ministerium sich dem Ende zuneigt. Offenbar sind sie entschlossen, mich vorzeitig zu pensionieren. Und es gibt nicht viel, was ich dagegen ausrichten könnte. Wie dem auch sei, in all meinen Jahren als Aurorin habe ich wieder und wieder erlebt, dass für die hohen Tiere ihre Machtposition über allem steht, besonders über dem Wohlergehen ihrer Untergebenen. Genug davon. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich genug Zeit haben, dir von meinen Erfahrungen in der großen, weiten Welt zu berichten. Sicher freust du dich, dass ich bald heimkehre. Ich denke jedoch daran, mich in Upper Hoxfield niederzulassen. Es ist ja trotzdem sehr nah. Ich bin entschlossen, dir die mir verbleibende Zeit zu genießen. Schließlich sind noch immer viele Rätsel zu lösen. Deine liebe Schwester Helen Tristlewood, London. Von so einer Tristlewood haben wir schon mal irgendwas gelesen, ne? Gönn dir. Oh! Was hast du da gegönnt? Muss ich den Besen rausholen? Ich hatte nur die Tür auf. Oh gut. Warum ist Landen nicht verfügbar? Ja, ist meins. Geh weg. Was haben wir denn hier? Ein Demigeist. Wo? Wo ist er? Wir machen am besten erstmal den hier. Du gehörst mir, Demigeist. Ah, da ist er. Zuck. Meins. Gönn dir. Wie sah das aus, als wenn hier noch viel mehr drin wäre? Da! Junge Dame! Aha. Regal mit Totenkopf. Glaube ich, stand da. Wenn ich mich richtig erinnere, habe ich nach der letzten Folge auch noch irgendwie was bei uns im Raum der Wünsche gemacht. Mann! Scheiß Tomaten hier, du. Revelio. Da war ich doch drin. Was ist das? Hä? Ist das nicht mehr da? Ach so, alles klar. Ja gut. Geh zu dem Ort, an dem die Kiste gesehen wurde. Können wir machen. Gibt's denn auf dem Weg dahin noch irgendwas? Scheiße, ey, da war noch ein... Ah, ich muss sowieso wieder zurück, ne? Ich muss die Quest ja abgeben, glaube ich, ne? Egal, da ist sowieso ist auch noch eine Quest. Da muss ich hin? Oh, das liegt aber gar nicht auf dem Weg, Kalle. Puh. Nervtötender Typ. Nö.
muss der scheiß Kauko, muss noch warten. Mhm. Unter mir sind Feind. Schon wieder? Ich kann nicht hochziehen. Aha. Seid ihr mein Schabernack? Ja, ich glaube ich. Ob sie sich das nur eingebildet hat? Scheine in Hogsmeade nicht sonderlich beliebt zu sein. Kein Wunder nach allem, was ich getan habe. Oh. Tschüss. Der Zweck heiligt die Mittel. Fertig. Jungs. Expulso? Kriegst einen Sack ins Gesicht. Echt nicht? Upsala. Junge, so nicht. Lungern die hier wieder rum. Yo, habe ich letztens in der Doku geguckt, ne? Eulen sind so cool. Die können fast lautlos fliegen. Da haben sie so ein hochempfindliches Mikrofon dran aufgestellt, ne? Und dann verschiedene Tiere. Lang fliegen lassen, ne? Die Eule, die war fast lautlos. Wenn du da als Maus nachts im Wald rumrennst, da hast du echt sauschlechte Karten. Was? Wer quatscht hier? Du hast unsere Mobile geklaut. Also ihn, aber dann hatten wir ihn. Schon krass, ne? Nur noch Fetzen. Boah, was bin ich froh, ne? Ich hab jetzt gedacht, jetzt gehst du in das Zelt rein, weißt du? Und dann ist das wieder 5 Kilometer groß. Passiert ja häufiger mal, ne? Hast du ein kleines... Iglo...
Und dann guckst du. Junge! Immer krieg ich die langweiligen Aufgaben. Ich will nicht mit Kobalten arbeiten. Komm mal ran hier. Ja, so langsam klappt das, glaube ich, mit der Kämpferei. Auch hier mit dem Protego, ne? Weil ich hab's am Anfang, ich hab's nicht gecheckt. Ne? So, nur jetzt habe ich die ersten Folgen von Harry Potter hochgeladen. Ja, nicht Harry Potter, Hogwarts Legacy, so. Und ja. Ist halt einfacher, ne, wenn man nur zuguckt. So. Und deswegen, ich habe es auch, glaube ich, in der ersten Folge eine Prüfung Merlins, wenn ich sie sehe. Nicht gecheckt. Da sollte ich quasi Protegon. Bombarda. Ups. Hab es wohl nur nicht getan. Deswegen hat das so ein bisschen länger gedauert. Bombarda. Nur am besten war halt dieser Typ, der die Kombination, naja, also die Zauberkombination, die gut funktionieren, mal vorgestellt hat. Und da war zum Beispiel hier das mit Latius und Bombarda, ne? Also erst einfrieren und dann den gefrorenen Gegner in die Luft sprengen. Entweder hier mit Bombarda oder mit dem, der noch stärker ist. Sollen beide gut funktionieren. Ich persönlich habe mich für Bombarda entschieden, weil finde ich gut. Ne? Hat auch einen schönen Klang. Ne? Bombarda. So soll es, glaube ich, sein. Was sind das hier für Truhen und warum stehen die da? Wo ist denn jetzt hier noch so ein Merlin-Scheiß? Da oben, ne? Bombarda. Oh. Keine Reichweite, Mädchen. Gar nicht so knifflig, Merlin. So, und der hatte das dann auch noch mal hier mit dem Protego erklärt. Da ist ja erst so ein Quadrat und das schließt sich dann, bis dann so ein kleinerer Kreis überlappend ist. Ich glaube, da ist ein Quadrat. Ich weiß es nicht. Das kriege ich gar nicht so schnell auf die Kette. Auf jeden Fall, wenn die beiden überlappen, dann macht man quasi hier so einen perfekten Block. Und das ist wieder eine Sache, die kann ich verstehen. Ne? Mit Timing, okay, da komme ich klar. Das ist so ähnlich wie beim Samurai. Ne? Da konnte man ja parieren, aber man konnte eben auch perfekt parieren. Ja. Ich frag nicht, wie du hier hochgekommen bist. Frag mich nicht, wie du hier wieder runterkommst. So. Das haben wir jetzt hier auf jeden Fall, ne? Ich denke schon. Merlin-Rätsel. Abgegrast. Sehr schön. Guck mal, hier gibt es noch alte Magie. Ich stelle fest, ich kriege den zweiten unverzeihlichen Fluch heute nicht mehr. Glaube ich. Ich habe mich hier schon wieder... Aber die müssen weg. Ich dachte schon. Warum schmiert sie jetzt ab? Doch, wenn die weg sind, sind die weg. Sag mir nicht Reparo.
Also ich habe schon vier. Ne. Ich habe schon vier Zauberslots. Aber immer noch zu wenig. Wo sind die Kugeln? Alles klar. Also Revelio ist wirklich hier ein Game Changer, ne? Weil die Rätsel werden um einiges schwieriger, wenn ich suchen müsste. Ja, aber hier machst du einmal Revelio, guckst, was hier leuchtet. So. Und dann hast du das Rätsel eigentlich schon. Ich meine, okay, du musst wissen, was zu tun ist. Aber halt nur beim ersten Mal. Wenn du einmal fertig hast, oder wenn du einmal gelöst hast. Dann ist das in Ordnung. So. Jetzt weiß ich nicht, ob ich da oben vielleicht noch mal gucken sollte. Ja. 4. Juni. Zu den Symptomen des Patienten gehören pockennarbige Haut mit grünlichem Farbton, Funkenflug beim Niesen aus den Nasenlöchern und ein grüner und violetter Ausschlag zwischen den Zähnen. Ein Lehrbuchfall von Drachenpocken, möglicherweise tödlich. Ich habe eine zweite Dosis der Gorsemor-Kur verschrieben, aber das reicht möglicherweise nicht aus. Daher habe ich außerdem eine Euphorie-Elixier verordnet, um das wahrscheinliche Ableben des Patienten zu erleichtern. Ich muss meine Ausrüstung desinfizieren, hochgradig ansteckend. Super! Wo sind wir hier? Hast du irgendwas angefasst? Na, jetzt ist es auch zu schlimm, zu spät. Gut. Haben wir das. Schnell weg hier, bevor du auch noch Drachenpocken kriegst. Mondkalb. Was sind das für Geräusche? Es wurden Fehler gemacht, aber ich kann. Wunderschönen guten Tag, Jungs. Oh. Für den einen und dann. So ein Stuhl ins Gesicht. Ey, falschen. Erbärmliche Darstellung.
Hör doch mal auf. Auf wen zielst du denn da? Ziel eine. Das muss ich Sebastian erzählen. Was denn? Eine Erschwinderin. Eine Erschwinderin? Was ist denn da so toll dran an so einer Erschwinderin? Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Mhm. Ah, Filippendo, ne? Habe ich wieder nicht im Inventar drin. Ne, habe ich. Na, ich weiß nicht. Ist das richtig? Ich denke, ist richtig. Der sieht doch schon korrekt aus. Ja, nicht ganz. Das Ding liegt auf der Seite, ne? Aber... So ist es richtig. So, was haben wir hier? Das sieht mir auch richtiger aus. So, Nummer 3. Die sahen auch schon mal besser aus. Ja. Okay. Ach so, spiegelverkehrt. Gut, dann nehmen wir diese. Besser? Besser. Filippendo soll bei diesen Kröten ganz toll sein, weil man sie auf dem Rücken drehen kann und dann sind sie wohl ganz empfindlich. Ich finde diesen Zauber allerdings Bombarda. Sonst so nutzlos. Revelio. Bombarda. Beziehungsweise, was heißt nutzlos? Ich finde den halt langweilig. Ich brauche ihn mal für so ein Rätsel und das Rätsel kommt auch sehr selten vor. Wie groß ist denn das wieder? War ich schon mal hier? Okay. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja, das, was ich mir vorgenommen habe, haben wir wieder nicht hingekriegt in dieser Folge. Ich weiß nicht, ob wir es in der nächsten Folge schaffen oder in der übernächsten. Das ist schwierig bei Hogwarts vorauszusehen, was hier als nächstes passiert. Was ich einerseits gut finde, andererseits ist das für mich zur Planung kompletter Kappes. Aber ich lasse mich drauf ein. Ich wünsche euch was. Bye, bye.